Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney Part 66. Ab in die Tiefgarage zurück. 22. Februar, Büro des Staatsanwaltschaft, Tiefgarage. Okay. So, jetzt weiter geht's. Ja. Die Ermittlungen gehen wohl immer noch weiter. Ich muss zurück zu meinem Geschäft. Tut mir leid. Scheint, als würde ich bis heute Nacht in dieser Gruppe bleiben. Ich sehe dich heute Nacht in meinen Träumen, Baby. Bitte nicht. Och, geh doch weg jetzt. Oh, immer noch hier. Hallo. Hallo. Och, warum der überraschte Gesichtsausdruck? Habe ich vergessen, es zu erwähnen? Ich habe euch auch einen Freund in der Kriminalabteilung. Was ist mit dem Wachmann passiert? Jetzt kommt der wieder. Hey, was ist los, Bambina? Sie sehen aus wie ein Schäferhund, der seine Herde verloren hat. Check mal schnell. Ein seltsamer Typ, um ihm eine Tatortmitteilung zu überreichen. Oh nein. Jetzt darf ich mit dem Simple auch noch reden, Alter. Tut mir leid. Ich wollte Sie noch etwas fragen. Kaltes Grab. Ja, deins vielleicht. Für Männer, die ihre Träume verloren haben. Und ich wache über sie, wenn sie schlafen. Träumen von dem Rechten der Wüste. Nun sollten wir diesen hoffnungslosen Fall etwas zeigen, das ihn interessiert. Erstmal hier als Marshalls fragen, hier meine Güte hier. Ich wollte Sie noch etwas fragen. Oh, schon wieder oder was? Der Tatort eigentlich. Ja, meine Güte, ey. Das haben wir schon gehabt. Brauchen wir nicht mehr. Okay, jetzt reicht's. Das reicht mir nämlich jetzt nicht. So, hier. Würden Sie das bitte einmal lesen? Was ist das? Ich warne Sie. Briefe landen bei mir direkt im Spucknapf. Ey, riskier keine große Lippe, okay? Lies einfach, okay? Das ist eine Empfehlung von Inspektor Gamsho. Dürfen wir jetzt ermitteln? Gamsho, ach, der alte Schäferhund. Veranstaltet er eine Vampirjagd oder so? Oh, jetzt hängt er auch mit Jammer. Jetzt nicht, dass es noch schlimmer kommen könnte. Hält er sich jetzt für einen Wildwest-Cowboy? Und nicht, dass es noch schlimmer kommen könnte. Jetzt fängt er auch noch mit einer Vampirjagd an. Alter. Ich glaube, der hat wirklich einen Schaden. Ey, tut mir leid. Hä? Sehen Sie wohl? Stehen sollte Empfehlung. Steht Empfehlung? Ich glaube, er hat sie nur verschrieben. Großartige Inspektor Gamsho. Schulde ihn was. Ich schulde ihn was. Keine Sorge, das Beweis. Besser als ein Bluttest. Das ist, oh, jetzt habe ich drauf gedrückt, aus dem, was ich nicht wollte. Ich lasse euch dann wohl besser durch. Ja, das ist ein Glück, Alter. Dö, danke. Wachtmeister Marshall. Meister Marshall ist kein Inspektor. Er ist ein
Streifenpolizist. Das erinnert mich an etwas. Das ist seltsam. Sollte ein Tatort nicht von einem Inspektor oder Hören überwacht werden? Tja, Leute, die Beweise rufen willkommen in unsere Goldmine. Fühlt euch wieder die Siedler, zieht in unbekannte Gebiete. Bestimmt euer Schicksal. Lasst uns ein Volksfest veranstalten. Die ganz bestimmt nicht. Memo an mich. Ermittlungen sind, als würde man ein neues Land besiedeln. Oh, komm, schreib den Scheiß doch nicht auf, Alter. Du machst mich fertig, Alter, meine Nerven, ey. Nun, Herr Wright, was sagen Sie? Ich sage, dass ich das hier nicht mehr brauchen werde. Inspektor Gamschers Empfehlung zerknittert und weggeworfen. So, jetzt das Opfer. Können Sie uns mehr zum Opfer erzählen? Denk daran, Partner. Können Sie etwas konkreter werden? Bruce Goodman, er war ein Inspektor, richtig? Na, du bist ja mal ein eifriges Hühnchen. Hündchen, ach Gott, Alter, wie kommt man auf sowas? Inspektor Goodman wurde um 17.15 Uhr hier erstochen. Die lächelnde Madonna hat es mir erzählt. Ich glaube, er meint die Zeugin Frau Angel Star. Ein Stich in die Brust, gute Arbeit. So ein Trottel. Das hier ist der Autopsiebericht. Autopsiebericht zu Berichtsakte hinzugefügt. An Blutverlust verstorben, eine Messerwunde starb zwischen 16 und 17.30 Uhr. Hatte meine Schwester irgendetwas mit dem Opfer? Sorry, zu schaffen? Interessant, dass Sie das fragen, Bambina. Die Stadtmittel und Inspektor Goodman hatten gar nichts gemein. Nichts gemein? Sie haben offensichtlich vor ein paar Jahren zusammen an einem Fall gearbeitet. Also gibt es kein Motiv. Goodman war kein sonderlicher begabter Inspektor. Das ist einer der Gründe, warum er nicht viel mit der Generalstaatsanwältin machte. Aber meine Schwester hat das Opfer am Mordtag hierher bestellt, oder? Hätten wir gut hinkriegen und schaffen. So scheint es, als hätte man einen unbewaffneten Mann zu einem Duell am Mittag gerufen. Du spinnst doch, Alter. Das soll keine Beleidigung sein. Ja, das sollte auch keine Beleidigung sein. Tut mir leid, aber wirklich, du führst dich auch wirklich so auf, als ob du wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank hättest. Wachtmeister Marshall, Sie sind Streifenpolizist, richtig, kein Inspektor. Wollen Sie mich herausfordern? Dafür erschießt man Leute in Texas. Du bist doch auch geistesgestört, kann das irgendwie sein? Hä? Ich war bis vor 2 Jahren ein Inspektor, um die Wahrheit zu sagen. Ach wirklich? Das sagt er mir jetzt. Aber Sie sind jetzt wieder Streifenpolizist. Wie können Sie also Ermittlungen leiten? Ihnen entgeht gar nichts, was, Bambina? Also warum leiten Sie die Ermittlungen?
Nur so, wir haben zu wenig Leute im Moment. Solange halte ich die Augen auf. Es ist dennoch seltsam. Inspektor Pancho sagte, er hätte nichts zu tun. Nichts Wichtiges zumindest. Er ist nur ein alter Schäferhund, der seine eigenen Schwanz nicht findet. Oh Gott, ist das ein Biene. Sorry, tut mir leid für die Ausdrücke, aber das kann ich echt bei dem anders nicht sagen. Der fängt an, Leute als Schäferhund, als Bambina und was weiß ich noch zu beschimpfen oder zu bezeichnen. Und dann sowas. Ja, vielleicht mal mit diesem Edgeworth rumhängt. Edgeworth? Der Schäferhund läuft nicht mehr mit diesem Viehtrieb befehlt des Polizeichefs. Oh, komm! Er weiß es nur noch nicht. Inspektor Gamsche wurde aus der Ermittlungen geworfen. Na also. Nein, ich fluch das gar nicht. Meine Güte. Danke. Jetzt. So. Sieht aus wie ein Handy. Die wissenschaftliche Analyse würde nachlegen, dass es dem Opfer gehörte. Ach nee. Mir fällt sonst niemand ein, dem es gehören könnte. Ach wirklich, Emma. Was ist daran so wissenschaftlich? Sollen wir es überprüfen? Ja, überprüfen. Richtig, überprüfen wir es. Ey, was machst du da? Der Bildschirm zeigt immer noch das Wahlwiederholungsmenü. Wahlwiederholung. Right. Die meisten Telefone haben einen Speicher für die aus- oder eingehenden Anrufe. Man drückt einfach den blauen Knopf, um die letzte Nummer erneut zu wählen. Praktisch, nicht wahr? Ich bin verblüfft, dass sie nichts davon wussten. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber selbst ich kenne diese Wahlwiederholung. Hä? Oh, tut mir leid. Man kann eben bei Leuten aus ihrer Generation nichts nie wissen. Glaubst du, ich lebe hier am Mond? Was soll das? Wie auch immer, überprüfen wir dieses Telefon. Gut. Wahlwiederholung drücken. Ich frage mich, wenn der Besitzer des Telefons zuletzt angerufen hat. Na, warum nicht gucken jetzt? Memo an mich: ein Verteidiger, der nicht zuerst nachdenkt, er drückt einfach. Piep. Hey, dieses Lied kenne ich. Dieses Lied kenne ich. Hey, was machen Sie denn da drüben? Piep. Ah, oh, Entschuldigung. Ich sehe Sie, Partner. Sie haben die Wahlwiederholung an diesem Handy gedrückt, nicht wahr? Nun, ja. Wessen Telefon ist das denn? Es lag auf dem Boden dort drüben. Wen gehört es? Das gehört
Generalstaatsanwältin Sky. Was ist gehört meiner Schwester? Sie hat es augenscheinlich fallen lassen, als man sie nach dem Verbrechen festnahm. Sehen Sie, der letzte Anruf wurde direkt nach dem Mord gemacht. Sie wollte wohl jemanden anrufen. Ja klar, wir sind im Gerichtssaal, hallo. Ich bin der Richter. Herr Staatsanwalt Edgeworth, rufen Sie Ihren nächsten Zeugen auf. So auf die Art und Weise. Alles hier. Dann nur für ein paar Sekunden der Anzeige zufolge. Wer hat sie angerufen? Keine Ahnung. Tut mir leid, Partner. Ich habe eine Frage an Sie, Partner. Ich habe gerade ein Telefon klingeln gehört. Eine dieses moderne Lied Klingeltöne. Oh, das, oh. Tut mir leid, das war mein Telefon. Was? Ihr Telefon? Ja, das ist irgendwie seltsam, aber jemand rief mich an, als wir das andere Telefon aufhoben. Falsch verbunden. Ich hoffe, Sie lügen mich nicht an. Dafür wird man in Texas erschossen, Partner. Ja, du wirst auch gleich erschossen, Alter. Weg! Oh, ich habe die Rache des Lone Star Polizisten auf mich gezogen. Handy zur Gerichtsakte hinzugefügt. Eigentum von Lana Sky. Letzter Anruf, 17:18 Uhr, am Mordtag. Getätigt. Handy zur Gerichtsakte hinzugefügt. So. Das heißt, wir werden hier jetzt den Part beenden und machen hier morgen weiter. Dann wünsche ich eine schöne gute Nacht. Und dann bis morgen. So. Erstmal hier abspeichern und dann raus hier. So. So. Damit haben wir es jetzt auch so.